Ich habe mich heute im Laufe des Tages ein bisschen mit unserem Six Count Sinavali mit Abanico Variationen befasst und das möchte ich heute Abend mit euch auch nochmal live machen. Und zwar starten wir jetzt mit einer Variante, die immer High, Low, High, Low, High abläuft. Und auf der anderen Seite ist es dann auch wieder High, Low, High, Low, High. So, das heißt, wir beginnen hier in der Position. Johanna, alles klar? So, dann komm schnell raus. Schön. Bis gleich. So. Bei mir sieht es gerade wieder ein bisschen hakelig aus. Ich starte mit dem rechten Stock auf der rechten Schulter und mein erster Schlag ist der normale Schlag 1. Dann mache ich einen Abanico tief und einen Abanico hoch. Dann kommt Schlag 2 aus dem Six Count und Schlag 3. Links mache ich jetzt das gleiche. Schlag 1, dann Abanico tief, Abanico hoch, Schlag 2 und Schlag 3. 1, 2, 3, 4. 5 Schläge haben wir dann insgesamt auf der einen Seite und 1, 2, 3, 4, 5 Schläge haben wir dann auf der anderen Seite. Oder wenn man so will, wir fangen an hoch, tief, hoch, tief, hoch. Hoch, tief, hoch, tief, hoch. Nochmal im Profil. Ich fange an mit High, Low, High, Low, High, High, Low, High, Low, High. Und ich sehe gerade, es hakt immer noch. Wahrscheinlich ist die gesamte Nation jetzt gerade am Streamen und guckt Netflix oder Skypt mit den Lieben. Ich weiß es nicht. Machen wir einfach mal weiter. Also, nochmal die erste Variante. High, low, high, low, high. 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 Okay, zweite Variante, wir machen jetzt die Abanicos auf den zweiten Schlag, auf den tiefen Schlag. Das heißt, ich mache Schlag 1, dann mache ich Schlag 2 tief, mache einen hohen Abanico und einen tiefen Abanico, dann kommt Schlag 3. 1, 2, hoch, tief und hoch ist der dritte Schlag. Wieder high, low, high, low. High, oh, ich habe mich verlaufen. High, low, high, low, high, high, low, high, low, high, high, low, high, low, high, high, low, high, low, high. Eins, Schlag 2 macht jetzt die Abanico-Varianten. Und zwar hoch und tief. Dann kommt Schlag 3. Schlag 1. 2, dann die Abanico-Variation, hoch, tief und dann Schlag 3. High, low, high, low, high, high, low, high, low, high. High, low, high, low, high, high, low, high, low, high. Okay, dritte Variante. Wir machen jetzt das Ganze auf unseren dritten Schlag. Warte mal, was steht hier? Okay. Jonas meldet, dass es jetzt momentan flüssig läuft. Ich hoffe, es bleibt jetzt dabei.
Wir schauen uns jetzt Schlag 3 an. Das heißt, wir haben Schlag 1, Schlag 2, Schlag 3 ist hoch, machen Abanico tief, machen Abanico hoch und nehmen den Stock unter den Arm. Dann kommt die linke Seite. 1, 2, 3, tief, hoch und unter den Arm. High, low, high, low, high. High, low, high, low, high. High, low, high, low, high. High, low, high, low. Oh. High, low, high, low, high. 1, 2, 3, Abanico, Abanico. 1, 2, 3, Abanico, Abanico. 1, 2, 3, flip, flip. 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 1, 2, 3, Maya Willi. 1, 2, 3, flip, flip. 1, 2, 3, flip, flip. Okay. Damit haben wir jetzt auf jeden der Grundschläge aus dem Six Count eine Abanico-Variante. Nämlich, wenn der Schlag hoch ist, ist der nächste tief. Dann folgt nochmal ein ebenfalls wieder hoher Abanico-Schlag. Wenn der Schlag tief ist, ist der erste Abanico hoch und dann tief. Jetzt packen wir alles in ein Cinnavali rein. Das heißt, auf jeden Schlag machen wir jetzt die Abanico-Variation. Schlag 1, Schlag 2, Schlag 3, Schlag 4, Schlag 5 und Schlag 6. Okay. 1, flip, flip, 2, flip, flip, 3, flip, flip, 1, flip, flip, 2, flip, flip, 3, flip, flip. High, low, high, low, high, low, high, low, high. High, low, high, low, high, low, high, low, high. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Schläge haben wir dann in diesen Six-Count gebracht, weil jeder Schlag wird zu 3 Schlägen. Okay, Herausforderung. Wir machen jetzt diese 3 Varianten, eigentlich sind es 4 Varianten, hintereinander. Das heißt, Abanico nach dem Prinzip High, Low, High, Low, High auf Schlag 1. Einmal komplett das Cinnavali durch. Dann im zweiten Durchgang auf Schlag 2, auf den tiefen Schlag. Im dritten Durchgang auf Schlag 3 den hohen Schlag wieder. Wenn wir diese 3 Varianten haben, dann machen wir es auf jeden Schlag. Und wenn wir einmal komplett durchgekommen sind, dann machen wir den Six Count ohne Varianten. Okay, seid ihr bereit? Ich mache es in langsamerem bis mittlerem Tempo. Okay, es geht los. Und wir haben 1, 2. Variante, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 3. Variante, 1, 2, 3, flip, flip, 1, 2, 3, flip, flip. 4. Variante auf jeden Schlag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und einmal den Six Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das probieren wir jetzt nochmal. Insgesamt 2 Durchgänge. Und ich halte jetzt endlich mal die Klappe. Welch eine Wohltat. Und nochmal. Okay.
tief hoch, hoch, tief hoch, tief hoch, tief hoch, tief hoch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noch einmal. 1, 1, 2, 3. Alle. Und 6 kommt. Okay. Puh. Ein bisschen was für den Kopf. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Komm mal her. Zeig mal in die Kamera. Einmal drehen. Okay. Johannas erstes Tattoo.